Wann geht so ein Kanal kaputt? Entweder geht er durch Verschleiß, durch Erosion kaputt. Kavitation haben wir sehr selten. Das ist nicht üblich. Überbeanspruchungen, meistens statisch, weniger thermisch, selten dynamisch. Also unter einer Straßenbahn kann es mal dynamische Belastungen geben, aber ansonsten eher nicht. Und dann bei den bei der Baustoffzerstörung durch Korrosion, da ist die biochemische und die chemische Korrosion die, mit denen wir es zu tun haben. Und damit das dann alles kaputt geht, sind meistens zwei Dinge von diesen dreien am Werk. Also wenn Sie Korrosion haben, ist das ja erstmal noch nicht schlimm, aber wenn Sie dann noch dazu Verschleiß haben oder Erosion, dann wird das abgetragen und dann geht das weg.